Hallo und herzlich willkommen zu Grausig, Irre, Durchgerockt, Metal Gear Rising Revengeance. Beim letzten Mal habe ich mich ja nun gerade nicht mit Ruhm bekleckert. Jetzt sind ein paar Stunden vergangen, es ist aber immer noch derselbe Tag. Ich habe aber mittlerweile Abendbrot gegessen und bin gestärkt und hoffe daher, dass mein Skill sich ein wenig wieder hat blicken lassen oder wird blicken lassen. Mal sehen. Wenn nicht, sind das keine guten Vorzeichen für das Durchspielen. Da das Ganze nun ja aber durchgerockt heißt, muss ich es wohl auch wohl oder übel durchspielen. So. Dass ich mit diesen gelben Moves nicht mehr klarkomme. Ah. Ja, irgendwie sieht es nicht aus, als wäre mein Skill wieder da. Ich muss hier mal ganz kurz meine Lebensenergie wieder auffüllen. Gut, dass das geht. So. Ah, ich verschätze mich da im Moment irgendwie wirklich immer. Wann man das gebacken bekommt und wann nicht. So, aber ein bisschen besser als beim letzten Mal sieht es immerhin aus. Nicht mehr ganz so katastrophal. Ich treffe jetzt das nicht. Ach Gott, was ist denn los? Meine Fresse, ey. Naja, aber wie gesagt, zumindest ein bisschen besser. Es wäre jetzt ja auch arg komisch gewesen, wenn ich jetzt hier bei so einer ganz normalen Kampfszene gescheitert wäre. Weil eigentlich sind es dann doch schon die Bossgegner, die einen aufhalten. Und nicht die normalen Gegner. So. Gab's, glaube ich, noch was? Genau. If they continue to increase security, they may shut out all outside network connections. Please do your best to avoid being seen. So. Und jetzt zeigt sich, dass das Spiel doch auch eine ganz schöne gute Geschichte zu erzählen hat und einen ganz schön krassen Unterton mit ganz schön krassen Szenen zum Teil. Weil das hier ist schon sehr makaber. Das sind, George hat uns ja gesagt, dass hier die Organe der Kinder rausgeschnitten wurden. Und das sind die Gehirne der Kinder, an denen aus irgendeinem Grund die Augen noch dran gelassen wurden. Ja, und die sind komplett an Maschinen angeschlossen. Ich glaube, es wird erst noch erklärt, aber ich sag's trotzdem schon, um sie halt von klein auf zu Supersoldaten heranzuzüchten. Und dafür brauchen sie ihren eigentlichen Körper ja gar nicht mehr, sondern eigentlich nur noch ihr Gehirn. Für die Denkfunktionen. Und ansonsten wird der ganze Restkörper mit Cyborg-Technologie ersetzt. Ja, und mit diesem Thema beschäftigt sich das Spiel. Und ja, kriegt dann eben, obwohl es stets abgedreht bleibt, irgendwann auch eine etwas ernstere Note. Und es gibt später echt noch eine Szene, die fand ich richtig krass, da habe ich richtig Gänsehaut bekommen, muss ich sagen. Da, we saw. George said they were harvesting organs from kids. Yes, this must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking the brains. Jesus, are they making these kids into cyborgs? Wait, the cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So, what? Desperado's just doing the surgeries there?
We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. Ja, ihr habt's gehört. Unser Ziel ist jetzt, diese Kinder vor der Gehirnentnahme zu retten. Und dafür machen wir uns einen kleinen Kerl zunutze. To locate a data input terminal. These guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Ah, jetzt wusste ich nicht, welcher Knopf es ist. From behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. So. Ja, das ist die netteste Art des außer Gefecht setzen, die ihr in diesem Spiel merken werdet. Hier kann man auch diese kleinen Knilche irgendwo finden, überall finden. Weiß aber leider nicht mehr, wie es geht. Irgendwie konnte man mit... Oh, das wollte ich nicht. Ah. Dreieck wär's gewesen. Kann man mit denen auch tanzen. Das ist übrigens auch ein Achievement, mit jedem von den Kleinen hier getanzt zu haben. Ja, und die Soldaten... Das war jetzt nicht gut, jetzt dampfe ich schon dadurch, dass der mich getreten hat. Wir bemerken einen halt irgendwann und auch unter öffnen dann das Feuer, deswegen muss man hier möglichst ungesehen bleiben. Das war echt nicht gut, dass ich den Knopf jetzt nicht wusste. Dadurch habe ich jetzt gleich schon mal den ersten von zwei Schlägen, die man glaube ich aushält, kassiert. Ich finde diese kleinen Viecher so süß. Es nur Maschinen sind, aber sie wirken sehr menschlich und wie Kinder irgendwie. Oh. Da hinten hat mich scheinbar einer gesehen. Ah ne, L2 wäre das gewesen. Aber zum Glück wird man hier unter der Brücke nicht gesehen und ich umklammere mich jetzt einfach mal panisch selbst. Sehr süß, wie ich finde. So, und dann kann es weitergehen im Text. So, der Soldat, der uns eben gesehen hat, ist jetzt, glaube ich, hier hoch. Huch, es sind zwei. Das ist mir... So, wie läuft hier gerade nichts wie sonst. Aber es könnte auch ganz praktisch sein, da Gegner Schreie ja zum Glück nicht hören, genau wie Todesanimationen, Gesplatter und sonstiges. So. Ja, ich glaube, es war der von da hinten, der jetzt nicht mehr da ist. Ja, praktisch. Warum nicht? Passt mir gut. Ja, ein D, das Schlechteste, was geht. Aber gut. Jetzt sind wir bei den Infos, die wir haben wollen. Und achtet mal auf die Kleinigkeit, die sie hier einbauen. Etwas, was jedem von uns schon mal passiert ist. Er steckt den USB-Stick natürlich erstmal falsch rum rein oder versucht es. Guckt dann, wo das Symbol ist und steckt es dann richtig rum rein. I found something. In one of the Sentry Cyborgs visual logs. Guess who shows up? Nur so ein kleines Detail fand ich aber sehr süß. Und putzig. So, und nun also Aufzeichnung von gestern, was hier passiert ist. Send us what you do have. You've already commenced the plan. The Sears program? Yep. Same one old Georgie boy used on the kids in Liberia. Of course, it's wired straight to the brain now. Feels as real as anything else. Your work is astonishing. And your work is late. We need to sit before our cover is blown. We've got some assholes snooping around. We can't
just do not have the full quantity yet. Each brain has its own unique requirements. It's not like we can just pop them out with an ice cream scoop. All right. You made your point. Oh, thank you for understanding. Send what you have now. I'll destroy any unharvested inventory. Okay? But have you any idea what they cost? Last I checked, labor children weren't exactly rare in the part of the world. Millions of them, in fact. You can get more once we set up a new lab. They lead lives of hunger and pain. We're performing a service here. For them and the cities they burden. But just gathering the donors required a significant investment. Yes, yes. Yes, you'll get the money. Accounting will be in touch. Gracias. I assure you we will dispose of our inventory the instant we can confirm payment. Are we done here? I've got a full slate today. Tecumseh is a demanding mistress. And America has suffered long enough. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Let me see you out. You see that, Kev? Inmani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian wildfire. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. He definitely seemed familiar. Right. I'm going after the kids. Ja. Und spätestens hier, wenn man so Sätze hört wie, wofür er denn investiert hat, also wofür, was denn so teuer war, da es doch obdachlose Kinder in diesem Teil der Welt zur Genüge gibt. Und dass sie ein besseres Leben haben, wenn sie zu so einem Cybersoldaten gemacht werden. Ja, spätestens da wird klar, dass dieses Spiel auch eine ernsthafte Note hat. Aber ja. Also es ist ganz schwer zu beschreiben. Es erzählt eine ernsthafte Story, obwohl es sich selbst in seinem Kampfsystem, in seinen Charakteren und so eigentlich nicht wirklich ernst nimmt, weil sie alle total überdreht und weil sie alle total überdreht und übernatürlich sind. Ja. Aber ja, die Geschichte ist, wie gesagt, jetzt kein besonders neues Thema, aber es wird hier sehr, sehr gut umgesetzt und sie haben sich ein, zwei Kniffe überlegt, wie es doch sehr eindrucksvoll wirkt. No way. I merged the GPS location of our entry with all. Aber im Vordergrund steht immer noch der Spaß. This is bad. You think they got to him first? I don't know. I'll have our guys sweep the area. Thanks. I better keep moving. Und was wir finden, wenn wir uns weiter bewegen, das zeige ich euch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Grausig, Irre, Durchgerockt, Metal Gear Rising, Revengeance.